Ein wunderschönes Glück ab, gut Land aus Eigen im Ennstal. Heute am Fliegerhorst des österreichischen Bundesheeres hier in Eigen. Neben mir steht Gerfried Bromberger, seines Zeichens Brigadier des österreichischen Bundesheers und heute einer derjenigen, die die AW 169 präsentieren. Das ist der neue Hubschrauber der österreichischen Luftstreitkräfte. Herr Brigadier, könnten Sie eingangs kurz sagen, um was es bei dem neuen Gerät geht, welche Fähigkeiten, welche Leistungen es hat? Zuerst einmal herzlich willkommen am Fliegerhorst 4 La Fernbruck im schönen Ennstal, in Eigen im Ennstal. Heute ist insofern ein Jubeltag, weil der zweite Hubschrauber, der Augusta Westland 169, offiziell der Truppe übergeben wurde. Ein wesentlicher Punkt, weil hier in weiterer Folge dann auch 12 Hubschrauber der militärischen Version im eigenen Ennstal stationiert werden. Ganz wichtig ist aber, dass hier eine Fliegerwerft 4 neu entstehen wird. Diese Fliegerwerft 4 wird in alle 36 Hubschrauber, die bis 2028 zulaufen werden, hier die Basismaterialerhaltung durchführen. Das heißt, Basismaterialerhaltung bedeutet Wartung auf Industrieniveau. Sie haben das angesprochen schon im Vorgespräch. Wie wichtig ist das für das Bundesheer, erstens geeignete Piloten zu finden und auch die richtigen Techniker oder auch Ingenieure? Für die Luftstreitkräfte generell ist es immer wichtig, Hochwertpersonal zu finden. Deswegen führen wir auch entsprechende Fliegerselektionen durch. Wir rekrutieren sehr, sehr sorgsam. Arbeitssprache ist bei uns Englisch. Das heißt, jeder, der motiviert ist, technisch interessiert ist, ob jetzt männlich oder weiblich, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben derartig auch viele Technikerinnen bei uns, die die Flugzeuge oder Hubschrauber warten. Wir haben beste Erfahrungen damit. Und besonders mir war es wichtig als Kommandant der Luftstreitkräfte, dass wir hier in eigenem Ennstal endlich einmal die Standortsicherheit haben für die nächsten Jahrzehnte. Das heißt, das ist ganz ein wichtiger Punkt und vor allem gehe davon aus und die unglaublichen Leistungen bei der Alouette 3, die Kameradinnen und Kameraden hier am Standort schon geleistet haben, dass die wir auch mit dem neuen Hubschrauber AW 169 fortsetzen werden. In der Presseaussendung ist auch die Alouette 3 entsprechend gepriesen worden. Die war ja einer der ersten Gebirgshubschrauber oder Hubschrauber, die im Gebirge eingesetzt werden konnten, also im Bereich 4000 bis 5000 Meter Höhe. Wie schaut das jetzt bei der AW 169 aus und welches Einsatzprofil wird ihr vom Bundesheer zugetragen? Die Alouette 3, die haben wir über 55 Jahre im Einsatz gehabt. Also es ist dann irgendwann einmal kommt jeder Hubschrauber zu einem Lebenszeitende. Der Vorteil natürlich vom 169er, also vom neuen Hubschrauber, sind vielfach. Ich sage, die Alouette 3 war noch purer Maschinenbau mit einem Triebwerk, Stahlrahmen, Plexiglas und ein bisschen Blechverkleidung. Der 169er hat zwei Triebwerke, somit wesentlich leistungsstärker und ausfallsicherer, hebt dreimal so viel Wasser, beispielsweise fürs Feuerlöschen, und hat aufgrund des 5-Blatt-Rotorsystems liegt er sehr, sehr stabil und er ist natürlich auch wesentlich leiser von den Triebwerken bzw. vom Rotorblattgeräusch. Das heißt, er wird entsprechend auch hoch fliegen. Je höher man fliegt, also irgendwann einmal werden die Piloten einen Sauerstoff brauchen, aber ich sage, unsere Berge sind ja auch nicht unendlich hoch. Die Rettungseinsätze können wir mit dem Augusta Westland 169 in der Steiermark auf jeden Fall sicherstellen. Also auch ergänzend zu dem, was der ÖMTC etc. tut. Also wenn der ÖMTC nicht mehr kann, dann tritt das Bundesheer an die Stelle. Das ist meistens so. Also unsere Piloten, gerade im eigenen Ennstal, sind dafür bekannt, dass sie bei schlechtesten Wetterverhältnissen fliegen, wenn andere es nicht mehr können. Und immer auch für Bergrettungen, beziehungsweise auch die Bergrettung mit der Steiermark ist außerordentlich sehr gut. Und dann Patienten ausfliegen bei widrigsten Wetterverhältnissen und die dann einer medizinischen Versorgung zuführen. Sie haben das vorher auch kurz erwähnt im Vorgespräch. Es gab ja vor einigen Jahren einmal die sogenannte Schneekatastrophe, also es war so 2019, 2020 herum. Und da wurde ja immer wieder auch gefordert, dass eben das Bundesheer eben von eigen aus vom Standort agiert. Wie wichtig ist der Standort und wie wichtig ist auch die gebirgstechnische Ausbildung für die Piloten?
im Ennstal. Also der Flieger aus Vieler Fernbruck ist ein Gebirgsflugplatz, ist auch aus unserer Sicht, oder nicht nur aus unserer Sicht, auch aus meiner Sicht, ein Kompetenzzentrum, was die Rettungsfliegerei anbelangt. Nur das ist nur ein Aspekt, den die 169 abdecken wird. Es kommt natürlich noch ein militärischer Auftrag noch dazu. Nur das braucht einfach Zeit, diese Ausbildungen, die Missionspakete, dass die zulaufen. Das heißt, bis wir alle Hubschrauber mehr haben, wird es 2028 sein und in der Version 2032 plus soll dann natürlich die Einsatzstaffel in Eigen das gesamte Spektrum von Aufklärung, Rettungseinsätze bis hin zur Feuerunterstützung aus der Luft auch können. Also Feuerunterstützung mit Maschinenkanonen, Maschinengewehren und in dem anderen Raketen. Das ist richtig. Das ist im Bewaffnungsmodul entsprechend drinnen. Das gehört natürlich auch zum wesentlichen Teil der militärischen Landesverteidigung. Wie gesagt, die Assistenzeinsätze, die machen die andere sonst so machen, machen wir im Rückflug. Also das heißt, da gehört schon mehr dazu und daher ist es eine sehr, sehr umfangreiche Ausbildung, die wir natürlich, und da setzen wir ganz massiv auf Simulation. Wir bauen nicht nur in Niederösterreich in Lange Leben, sondern auch hier in eigenem Ennstal einen Simulator, wo wir dann sehr viele Einsatzszenarien entsprechend simulieren können, Notfälle trainieren können. Das ganz, ganz wesentlich ist für eine sichere Flugdurchführung. Danke, Herr Brigadier, für Ihre Ausführungen. Ich wünsche an der Stelle alles Gute und auf jeden Fall wenig Motorschäden. Bis gar keine. Das hoffe ich auch. Danke sehr. Alles dann. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es. Hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!